Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es mal einen kleinen Praxistipp, also ein bisschen Technik, Fototechnik. Und ihr kennt mich ja, ich mache sowas nur für Dinge, die ich mir selber zugelegt habe und die ich auch selber benutze, sodass ich jetzt wirklich aus dem Alltag heraus spreche und meine Erfahrungen weitergeben kann. Ja, es geht heute um die DJI Pocket 2, eine Kamera mit einem Dreiachs-Gimbal. Und das Ding habe ich mir vor 6 Monaten ungefähr zugelegt und seitdem intensiv benutzt. Und ich werde heute eine kleine Rezension abgeben, was ist gut, was ist schlecht. Und dazu ein paar Tipps mit den wichtigsten Einstellungen. Weil hier kann man doch einiges einstellen und um ein vernünftiges Ergebnis zu erhalten, muss man hier schon die richtigen Parameter wählen. Also, steigen wir direkt ein. Ja, warum habe ich mir diese Kamera überhaupt geholt? Fürs Fotografieren und fürs Video aufnehmen habe ich ja von Fuji die X-T3 und die X-T4. Aber so eine kleine Kamera ist natürlich deutlich leichter und mit einem eingebauten Gimbal wird natürlich die Bildstabilität enorm hoch. Zudem nimmt die auch 4K auf, also sprach vieles dafür, das mal zu probieren. Was ich nicht mache, ist diese ganzen Features, die es hier noch gibt, so wie Zeitraffer oder Fotografieren, dafür nutze ich das wirklich nicht. Das ist wirklich rein zur Videoerstellung, reinquatschen und so ein bisschen Gegend aufnehmen, wenn es denn nicht zu sehr in die Tiefe geht, was die Qualität angeht, sondern das ist das, was ich so halt hier fürs Videoerstellen für YouTube brauche. Das heißt aber auch, und das ist auch schon die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich sehr, sehr hochwertige Aufnahmen brauche im 4K-Bereich von der Landschaft, dann mache ich das weiterhin mit der Fuji oder auch mit der DJI Drohne, weil ich hier auch die Blende verstellen kann. Das ist ja hier nicht möglich, aber da kommen wir später nochmal zu. Ja, was habe ich alles dabei? Also, das ist einmal der Dreiachs-Gimbal mit der 4K-Kamera. Dann Creator Combo, das hat eine Bluetooth-Schnittstelle. Und die Erweiterung mit diesem Funkmikrofon, das war für mich das Wichtigste dabei. Dann diese kleine Hülle und ein kleines abschraubbares Dreibeinstativ. So, kommen wir mal dazu. Die Kamera wird eingeschaltet. Hier an der Seite gibt es einen Ein-Ausschalter. Eine Sekunde drücken. Also nachdem eingeschaltet ist, kalibriert sich dann der Gimbal. Und die Kamera ist in dem Bereich Selfie ausgerichtet. Das heißt, das Display zeigt nach vorne und die Kamera guckt einen an. Wenn ich das umstellen will von Selfie auf Videoaufnahme nach extern, dann muss man diesen Knopf hier entweder dreimal schnell drücken, dann dreht dieser Gimbal hier um. Oder man kann das hier auch über das Display einstellen. Da muss man aber durch ein Menü laufen. Deshalb finde ich diese kurze Tastenbedienung und dann dreht der Gimbal um. Zack, deutlich einfacher. Ja, die wichtigsten Einstellungen, da kommt man ran, indem man hier hochswipet. Dann ist man im Menü, um hier die einzelnen Parameter einzustellen. Zurück hat man wieder das Display, sodass man sieht, was die Kamera halt sieht. Und hier oben links in der Ecke gibt es eine gelbe Anzeige Pro. Wenn ich dort drauf drücke, dann kann ich die Bildparameter einstellen. Und das sollte man wirklich manuell machen, weil die Automatik-Sachen, die bringen wirklich kein gutes Ergebnis. Und wie wir das manuell einstellen, was wir manuell einstellen, da kommen wir jetzt zu. Also ein wichtiger Parameter beim Videoerstellen ist der Weißabgleich. Das gilt jetzt nicht nur hier für die Pocket 2, sondern allgemein. Wenn ihr das auf Automatik lasst, dann könnt ihr wirklich in große Schwierigkeiten kommen. Wenn ihr jetzt mehrfach Aufnahmen macht, dann kann es sein, dass der Auto-Weißabgleich halt sich ständig verändert. Und das nachher in der Nachbearbeitung wieder gerade zu ziehen, das ist sehr, sehr mühsam. Also hier kann ich euch wirklich nur empfehlen, stellt hier einen festen Kelvin-Wert ein. Ich arbeite meistens in dem Bereich, wenn ich tagsüber arbeite, 4800 bis 5300. Das müsst ihr am besten dann ausmessen, aber wenn ihr in dem Bereich arbeitet, ist das schon ziemlich gut. So, dann kommen wir in den Bereich Belichtung. Wenn ihr dann darauf drückt, dann könnt ihr zwei Parameter einstellen, einmal ISO und einmal die Zeit. Ja, ich stelle natürlich alles immer manuell ein, damit ich nachher keine Überraschung erlebe, was die Technik da so macht mit mir. Deshalb gehe ich auf den ISO-Wert 100, 200 oder 400, was die Gegebenheiten so hergeben. Und dann stelle ich die Zeit entsprechend ein. Da wir hier nur eine Festbrennweite von F2 haben,
wird es ein bisschen schwierig, auf die Zeit ein Fünfzigstel oder ein Hundertstel Sekunde zu kommen. Meistens liege ich doch deutlich drüber. Das geht aber nicht anders, oder man müsste tatsächlich noch mal einen ND-Filter davor setzen, der aber natürlich nicht dabei ist. Habe ich übrigens vergessen zu erwähnen, standardmäßig ist da noch ein Weitwinkelvorsatz bei. Den kann man auch ganz gut in die Hülle einklemmen, aber das erkläre ich dann später nochmal. Ich arbeite aber immer mit der normalen Brennweite hier. So, wichtiger Punkt, wenn ihr am Display hochswipet, kommt ihr ja in die Einstellungen, in die Grundeinstellungen, und da gibt es hinten den Bereich Audio. Und das ist jetzt ganz wichtig. Defaultmäßig ist der Ton unglaublich leise eingestellt. Also den müsst ihr richtig hochdrehen, damit da überhaupt was Vernünftiges rauskommt. Und selbst dann muss ich in der Nachbearbeitung meistens noch 8 oder 10 Dezibel anheben, damit der Ton wirklich gut durchkommt. Die Tonqualität dann ist aber sehr, sehr gut. Also insbesondere mit dem Funkmikrofon habe ich hier exzellente Qualität. Also deutlich besser, als ich erwartet habe. Es gibt insgesamt 3 Möglichkeiten, den Ton aufzunehmen. Einmal gibt es hier die Möglichkeit über das Mikrofon vorne, das Mikrofon hinten oder beide. Das sind die 3 Möglichkeiten direkt am Gerät. Und die 4. Möglichkeit ist dann über das Funkmikrofon. Wenn man das Funkmikrofon eingeschaltet hat und dann die Kamera einschaltet, dann verbinden die sich automatisch. Geht super schnell und ist alles ganz problemlos. Hat bis jetzt immer funktioniert. So, diese Aufnahme ist jetzt mit der Pocket 2 und Ton kommt hier über die Funkstrecke. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Parameter meines Erachtens nach, den man nicht darauf hingewiesen wird, eher übersehen kann. Und zwar gibt es einen Parameter, der heißt hier Farbe. Und das ist das Farbprofil, mit dem diese Kamera arbeitet. Da gibt es Normal und Cinema-like. Das, was ihr jetzt seht, ist Cinema-like. Das heißt, das ist ein sehr flaches Farbprofil. Und das bietet aber den Vorteil, dass ich das nachher in der Nachbearbeitung relativ gut anpassen kann. Ich gehe jetzt mal eben ein bisschen raus aus dem Wald und drehe das jetzt mal in die Landschaft, mache mal ein paar Aufnahmen und ich mache direkt danach die Vergleichsaufnahme mit Normal. So, ich mache jetzt mal eben einen Schwenk hier über die Wiesen. Der Himmel ist ja relativ hell. So, das war jetzt noch Sea-like und ich stelle jetzt mal um auf Normal. So, ansonsten sind die Einstellungen gleich. Das ist jetzt Einstellung Normal und ihr seht, die Farben sind jetzt deutlich mehr gesättigt, viel mehr Kontrast. Und das führt aber dazu, dass der Himmel wirklich knatschig blau wird. Und dass man das in der Nachbearbeitung kaum noch reguliert bekommt. Das kann in einigen Szenen wirklich mal ganz ordentlich werden, aber ich habe damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht, dass das wirklich alles knatschige Farben war, viel zu viel Kontrast, wo man das einfach nicht korrigiert bekam. So, ich drehe mich jetzt mal selber und ich bin jetzt mal im Selfie-Mode und jetzt kriegt die Kamera halt auch das Problem. Ich bin vorne zu dunkel und hinten passt es dann. Und das ist halt bei dem Farbprofil Sea-like deutlich besser, weil dann alles sehr flach ist, aber dann durch in dem Niveau, das man nachher wieder einstellen kann. So, jetzt laufe ich mal mit der Kamera. Da könnt ihr mal sehen, wie die Gimbal-Stabilisierung arbeitet. Und wie schnell der Gimbal mitschwenken soll, wenn ich mich drehe, kann man auch einstellen, von schnell auf langsam. Ich habe mich jetzt schon deutlich mehr bewegt und der Gimbal schwenkt jetzt langsam hinterher. Ich hatte die 90 Grad eben schon längst vollzogen. Jetzt wieder, ich bin fertig mit dem Drehen und jetzt kommt der Gimbal nachher. So, zur Bedienung habe ich hier hinten noch einen Joystick, mit dem ich jetzt den Gimbal so runterschwenken kann oder raufschwenken.
Und damit man die Position in der Mitte wiederfindet, ist hier eine Taste für vorgesehen. Dann richtet sich der Gimbal wieder automatisch in den Horizontalen ein, bei 0 Grad. So, bleiben wir jetzt mal bei der Aufnahme mit der Pocket 2. Das ist die Tasche, die dabei ist. Hier innen kann man dann das Zubehör einklemmen, aber da kann ich direkt sagen, das ist schon einer der Minuspunkte. Das hält von jetzt bis gleich. Hier drin ist zum Beispiel die Erweiterung der Linse. Die ist mir schon so oft in der Tasche runtergefallen, also verlässlich ist das nicht. Ja, und hier dieses kleine Stativ kann man hier anschrauben, damit man es nicht verliert. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Ja, was ich auch schon mal mache, ich habe mir so Saugnäpfe geholt fürs Auto mit einem kleinen Stativanschluss. Und dann hänge ich die Kamera tatsächlich kopfüber auf und das erkennt die ganz sauber und das Video ist direkt richtig gedreht. Ich hatte erst vermutet, ich muss das dann in der Nachbearbeitung 180 Grad drehen, aber war nicht so, wird alles vollautomatisch erkannt. Also wirklich klasse. Ja, kommen wir mal zu diesem kleinen Hilfsstativ hier. Das wird mit dieser Schraube hier unten in die Pocket 2 eingeschraubt. Aber Leute, das ist ja in der Landschaft nicht zu gebrauchen, sowas. Also das ist so wackelig und so eierig hier und die Füße, das Ausdrehen, also das hätten sie ganz schenken können. Also das war vielleicht eine nette Idee, aber nett ist hier der kleine Bruder von Scheiße, ganz klar. Also minus 6. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mir eine etwas bessere Lösung geschaffen. Also dieses kleine Hilfsstativ, das benutze ich überhaupt nicht, das lasse ich immer zu Hause. Ich verwende hier meinen kleinen flexiblen Freund. Der ist immer noch leicht, bringt ein bisschen mehr Höhe mit, hat sogar einen kleinen Kugelkopf dran. Und ich kann dann auch die Pocket 2, wenn ich sie stehen lasse, deutlich besser bedienen. Das entspricht immer noch dem Konzept klein und leicht, aber funktioniert sehr gut und ist deutlich stabiler. Und das kann ich halt auch in der Natur verwenden, sowas. Ja, kommen wir mal zum kleinen Fazit. Also ich habe ja jetzt schon ein paar Videos damit gedreht. Also seit 5 Monaten nutze ich die jetzt intensiv. Und mit der Videoqualität bin ich, seitdem ich die Farbe Sea-like verwende, sehr zufrieden. Also das kann man wirklich benutzen im 4K-Bereich. Ein bisschen nachbearbeiten. Das kann ich euch mal übrigens gleich einblenden, wie so eine Nachbearbeitung aussieht, wie man aus diesem flachen Profil etwas Besseres macht. Also das Wichtigste ist also, das Video hat eine wirklich super Qualität. Also für dieses kleine Gerät hier und für den kleinen Sensor ist das spitzenmäßig, was da rauskommt. Der Gimbal arbeitet, wie man das von DJI gewohnt ist, wenn man eine Drohne hat, enorm zuverlässig und ruhig. Also das sucht seinesgleichen. Echt klasse. Ja, dann allgemein Haptik sehr gut. Die Ecken sind sehr gut abgerundet. Die Kamera liegt gut in der Hand. Sie ist sehr leicht. Die nimmt man gerne mit, die kann man sogar mal eben so in die Jackentasche stecken. Klappt alles verdammt gut. Der Ton ist über die Funkstrecke auch sehr sauber, wenn auch ein bisschen leise, wie vorhin schon mal erwähnt. Aber die Funkstrecke arbeitet sehr stabil. Und das hilft natürlich auch beim Videodreh, weil wenn ich dann auch den Gimbal auf ein kleines Stativ stelle, kann ich mich dann frei bewegen. Und die Funkstrecke reißt erst nach vielen, vielen Metern ab. Also bis jetzt hatte ich da noch keine Probleme. Ja, was gefällt mir nicht so gut oder wo gibt es Verbesserungspotenzial? Also zum einen, das Display ist natürlich sehr, sehr klein. Ich meine, es ist klar, wer jetzt eine kleine Kamera mit kleinem Gimbal haben will, dann ist es halt alles klein. Was mich dann aber stört, ist, dass der, es stört, aber es wäre besser, wenn man den abklappen könnte. Wenn man das kleine Gerät hier auf ein kleines Stativ stellt, dann ist man halt sehr bodennah. Und dann kann man das Display nicht mehr richtig einsehen. Und zudem ist es auch nicht sehr hell. Also man muss schon sehr nah ran, um alles gut sehen zu können. Also da könnte sich DJI sicherlich nochmal was einfallen lassen. Ja, ein richtiger Minuspunkt ist, dass der Akku intern verbaut ist und man kommt so nicht dran. Also wenn der Akku irgendwann mal seinen Geist aufgibt, dann habe ich hier ein Gerät in der Hand, was ich vielleicht gar nicht mehr nutzen kann oder was ich über einen Service reparieren lassen muss. Ich weiß doch gar nicht, wie die Lösung da aussieht. Aber Leute, das kann man heutzutage nicht mehr machen, sowas. Also da wäre ein vernünftiger Wechselakku mal angesagt. Also das ist ein richtiger Minuspunkt.
Ja, aufgrund der festen Blende F2 verbietet sich das Fotografieren fast. Also ich habe es mal probiert, aber das ist schwachsinnig, was da rauskommt. Also dafür habe ich das Gerät aber auch nicht gekauft. Das ist für mich, um Videos zu machen. Fotografieren wäre nur zur Not, aber da kommt nichts Vernünftiges bei raus. Jedenfalls nichts, was meinen Ansprüchen genügen würde. Aber dafür habe ich ja auch meine Fuji Bodies X-T3, X-T4. Ja, was mir noch fehlt, ist ein Kameraschutz. Da ist zwar diese Hülle bei, wo ich die Pocket 2 so reinschieben kann, aber das eigentliche Objektiv vorne ist nicht geschützt. Und gerade wenn ich es jetzt halt in der Kameratasche mitnehme, ist das natürlich nicht so ganz optimal. Zum Glück habe ich durch den Kauf der ganzen Fuji-Objektive sehr, sehr viele von diesen Schutztüchern für die Fuji-Objektive und dadurch auch ein paar über. Und dann kann ich die Pocket 2 da reinpacken. Aber sowas hätte man mal mit in den Lieferumfang packen können, denke ich. Ja, Fazit nach 5 Monaten. Ich habe es mir gekauft, um die Videos für YouTube leichter erstellen zu können. Und das wird zu 100% erfüllt. Die Videoqualität ist tipptopp. Die Bedienung ist 1A. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit Bild- und Tonqualität. Die Einschränkungen liegen sicherlich, wenn ich epische Landschaftsaufnahmen machen will. Das funktioniert dann nicht. Da kommt man hier an die Grenzen. Dafür ist es, denke ich mal, auch nicht gemacht. Oder dafür habe ich es auch nicht gekauft. Fotos mache ich hiermit auch nicht. Zeitraffer auch nicht. Dafür habe ich dann mein Kameraequipment von Fuji. Also insgesamt bin ich super zufrieden und ich nutze diese Pocket 2 ständig, habe sie immer dabei. Und alleine daran kann man sehen, dass sich das Ding bezahlt gemacht hat und der Kauf sich gelohnt hat. Also von mir absolute Empfehlung, wenn man denn Videos drehen möchte. Ja, also insgesamt seht ihr ja, ich bin recht zufrieden mit diesem Gerät. Und sonst hätte ich mich auch nicht hinreißen lassen, hier das Gerät vorzustellen. Wie immer, dieses Gerät, DJI Pocket 2, wurde von mir gekauft. Ich werde nicht gesponsert. DJI weiß nichts davon, dass ich das hier mache. Es fließen keine Gelder, keine Provisionen. Ja, wenn euch dieser kleine Praxistipp gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Oder noch besser ein Abo, wenn nicht schon geschehen. Dann sehen wir uns hier regelmäßig wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.